nächste 180. Sehr, sehr starke Darts. Die 160 rechts, damit hat Juri Kovkens die Möglichkeit, mit Doppel 20 das erste Leck sich zu holen. Doppel 10 jetzt für ihn. Ja, das ist das 1:0 für Juri Kovkens. Die Doppel 20 für das Shanghai Finish. Aber auch Andras vergibt hier den Dart auf dem Bullseye, um auszugleichen. Das ist jetzt Doppel 10 für Jorik. Doppel 10, ein Dart hat er noch in der Hand. Ja, und das macht er. Das 2:0 für Jorik Hopkins. Sehr starkes Spiel von ihm. Und diese 100 Punkte müssen es jetzt schon sein von Andras. Ganz genau. Triple 16 vielleicht, der Doppel 16. Und das macht er. Sehr, sehr stark von Andras Borbély zum 1:2. 140 lässt. Ah, das ist schon noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Wenn er überhaupt noch drankommt. Da ist Doppel 8. Jorik, Doppel 8. Für die 3:1 Führung. Ja, und das macht er. 3:1 für den Deutschen. Jorik hat 189 Schritte, das heißt. Kein Druck hier. Doppel 20. Dieses Leg für Andras. Ja, macht er. Verkürzt hier wieder. Macht das 2:3. So die Möglichkeit für Jorik hier 4:2 in Führung zu gehen. Und das macht er. 4:2 für Jorik. Bleibt er ganz ruhig. 178 Rest. Andras mit 50. Hier zu verkürzen auf 3:4. Ja, das macht auch. Also er bleibt wirklich dran. Er hängt zwar dieses eine Break hinterher. Ganz knapp vorbei. Darüber die Möglichkeit für Jorik Hofgen, sich hier das Match zu holen und ins Finale einzuziehen. Und er macht es. Und er macht es. 5:3 Erfolg von Jorik Hofgen. Gegen Andras Borbély, da sieht man, da fällt ihn auch ein Stern vom Herzen.